Moin Moin, heiße ich euch alle und willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 15. So sieht's aus, da steht zwar Turnierladen, aber ihr wisst ja, wenn ihr am Samstag, oder besser gesagt gestern, richtig, ja gestern, wenn ihr gestern zugeschaut habt, dann wisst ihr, warum das Turnierladen dort steht. Ich darf nicht draufklicken, weil sonst wisst ihr, wer gewonnen hat und wie. Und ja, wir spielen als nächstes Ultimate Team, denn das wurde sich gewünscht und dann machen wir das einfach mal. Ich habe ja schon öfter gesagt, dieses Let's Play ist ein Zuschauer-Let's Play und kein Ich-mache-ein-Ego-Trip-Let's Play. Also, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich dann als nächstes machen könnte, sollte, müsst, machen wir das. So, wir gehen als erstes auf Ultimate Team, wie gesagt, und gleich gucken wir dann, was ihr denn so alles gepostet oder gemacht habt. Wir haben einmal einen Verein und einmal einen Transfer. Wir sind auf Platz 49. Oh, okay. Gut. Gehen wir mal los mit den Sachen. Also Aktivitäten vor 11 Tagen, ja, ist ein bisschen her. Dementsprechend können wir mal rückwärts gucken. Also, 4-0 gewonnen durch Abbruch. Ja, das kann vorkommen. Finanzspritze erhalten. Dann haben wir hier ein 7-0. Ja, ja. 8-1, aber warum spielt man dann zweimal in Folge gegen Graz, gegen Sturm Graz? Muss das einen Grund haben? Weiß ich nicht. Was ist das denn für ein Team? Weiß ich nicht. Ja, habe ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Vielleicht, weiß ich nicht genau. Zufall. 1-4 verloren. 2-2 unentschieden. Match 3-1 gespielt. Dann haben wir hier ein Match 3-1 gespielt. 1-0. Ja, 5. Ja, erste Liga. Hä? Aber wenn du in die erste Liga gehst, das ist unlogisch. Da steht aufgestiegen, dritte Liga. Das ist aber dann die zweite Liga. Kommentieren wir. Nicht. Zweite Liga. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. So. ja, weil das ist doch die Logik. Da steht, also, wenn du aufgestiegen bist aus der dritten Liga, musst du doch eigentlich in die zweite Liga aufsteigen. Du überspringst ja keinen Aufstieg, oder doch? Ich weiß es nicht. Ich hab davon keine Ahnung. neues Bundesliga-Team freigeschaltet, ja. Sieht sehr interessant aus, sieht aber auch sehr, ja, weiß ich nicht, für den Individualisten eher geprägt, finde ich. Das ist meine Meinung. Boost angewendet, ja, auch gut. Dann haben wir hier ein Unentschieden, 1-1. Dann haben wir hier Fußball hinzugefügt. Xabi Alonso gekauft. Xavi gekauft. Oder gekriegt. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Mir hat man auch gesagt, dass allem möglichen Scheiß neu dazugefügt worden ist. Also da sollte ich mich jetzt vielleicht mal durchgucken, was denn so alles neu ist. Warum ich das nicht direkt zum neuen Release-Dings gemacht habe, liegt einfach daran, hat keine Zeit. Und so kommt das manchmal. Man muss ja nicht immer Zeit haben. So. Da haben wir hier so viele Ergebnisse. Like-Giveaway. Solche. Solche Giveaways. Natürlich ist das eine gute Idee, aber die Sache ist die, sowas kannst du nicht mehr machen. Es gibt keine Banger-Matches. Ja! Ich freue mich. Weil ganz ehrlich, hatte ich nie vor zu machen. Und nee, ganz ehrlich. So, vor 7 Tagen weiter runter können wir nicht. Schade. Naja, was soll's. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Dann gehen wir zu Transfers als nächstes. Wir haben einen Spieler verkauft. Wow. Einen Spieler verkauft. Und zwar aus Amerika. Warum auch immer. So, dann haben wir noch die anderen Spieler. So, und jetzt kommt das nächste, nämlich dieses Budget-Limit. Wir haben hier einen Spieler, den wir eigentlich auf 10.000 verkauft wollten. Das geht nicht mehr. Du kannst nur noch Spieler im bestimmten Raum verkaufen. In dem Falle 150 bis 5.000. Ich persönlich finde das gut, weil, ganz ehrlich, wenn man mal überlegt, ich mach mal auf 12 Stunden, damit wir dann so, dass ihr das gegen Abend kriegt oder auch nicht. Ich finde das persönlich nicht gut, sowas, weil, ganz ehrlich, es gibt so viele, die da, weiß ich nicht, für überteuerte Preise irgendwas machen und das ist ja wohl die größte Kacke, die man haben kann. So, wir haben auch Gott sei Dank nicht mehr so viele Spieler, die wir hier alle verscherpeln müssen.
So, nicht mehr so viele Spieler, die wir alle verscherpeln müssen. So, rein theoretisch könnten wir auch Spieler kaufen. Die Sache ist die, es gibt jetzt momentan den St. Patrick's Cup. Haben wir mir gesagt, ganz wichtig, St. Patrick's Cup, mach bitte mit und so. Und ich habe dazu gesagt, ich habe keine Ahnung. Ist einfach so, ich habe keine Ahnung, ob wir mit dem mitmachen können oder nicht. Wir nutzen den Assistenten, nennen das Ding mal RDD. Einfach mal, weil wir es können. Nationen, die sollen alle aus der Republik of Irland da kommen und mal gucken, ob wir da überhaupt eine Mannschaft aufstellen können. Die Antwort heißt nein. Also im Endeffekt, wir könnten mit drei Spielern spielen und nee. Also dementsprechend, rein theoretisch hätten wir das machen können, aber ganz ehrlich, das bringt nichts und im Endeffekt ist es ja auch so, dass wir eigentlich die nächste Saison das ja ein bisschen durchziehen werden, dass auf jeden Fall sehr viel spielen werden. Sehr viel spielen. So, dann gehen wir als nächstes zum Verein. Da haben wir wieder ein Spiel gegen irgendwen. Irgendwer hat gegen uns gespielt. Und zwar dieser hier. Rewinspiel. Oder so. Keine Ahnung. der hat gegen uns gespielt. Und wir suchen das mal aus. Gutes Team. Einen herzlichen Dank dafür. Und deswegen, weil es einen herzlichen Dank gibt, spielen wir auch gegen dieses Team gleich anschließend. Sonst haben wir ja hier eigentlich die anderen Sachen alle schon fertig gehabt. Wir spielen gegen dieses Team heute. So, Revanche. Falls wir es können. Ist unser Team eigentlich fit genug? Moment mal. So, gehen wir erstmal zurück. Weil ich habe gerade gesehen, wir können gar nicht gegen das andere Team spielen, weil der anscheinend nicht mehr da ist. Das ist ja schade. Das ist echt traurig. Das ist, ja, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. So, also, irgendein Spieler kann ich spielen. Warum auch immer. Ach, da hinten, der ist verletzt. Wir könnten ihn heilen. Ich weiß nicht, was er hat. Zweimal Bein, Objekte. Was haben wir für Objekte? Im Endeffekt wollte ich jetzt gerne auch viele Objekte nutzen, weil im Endeffekt, wir spielen ja für das Spiel oder eh nicht viel. Viermal Verletzung. Das ist ein wertvolles Item, aber ehrlich gesagt, wir spielen fast nie Ultimate Team. Von daher, auch wenn es völlig überflüssig ist, aber auch gut. So. Dann das nächste, wir verwenden auch noch Vertrag, damit wir ihn dann auch nochmal länger binden können, nämlich auf 13. Dann suchen wir uns da oben den Spieler aus, der hier, da haben wir ja überlegt, überhaupt den halt aufzustellen. Würde hier mal lieber meinen anderen Franzosen aufstellen, dass er sich ja ein bisschen hier ausruhen kann. Aber ein bisschen ausruhen. Okay. So. Also, Team Spanien. Ich möchte schon gegen Team Spanien spielen. Also, wir haben jetzt alle fitte Spieler. Das ist völlig Wurst. Ich möchte jetzt mal gucken, wo der hier ist. Das Interessante ist, das hat man mir auch gesagt, so von wegen, hä? Wie? Ich bin nicht drinne. Hä? Kann das sein? Hä? Wie? Das kann gar nicht sein und so. Ihr habt gerade gesehen, es kann sein. Es ist unfassbar, aber einige Kandidaten von euch sind hier nicht drin. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich würde so gerne gegen euch spielen, aber das geht nicht. Das geht nicht. Das sieht man hier schon wieder. Ich glaube, selbst der Torjäger, den wir in der letzten angetreten sind, bin niemand mehr dabei. Nö. Kurios. Mal nehmen wir jetzt mal gucken, ob das jetzt wirklich so ist. Weil im Endeffekt. Machen wir mal Revanche. Ja. Ja. Nein. Wir können noch nicht mal gegen ihn antreten. Das ist doch alles Schmarrn, ist das doch alles.
Ja, das ist natürlich bitter, ehrlich gesagt, aber ich kann ja auch nichts dafür, würde ich mal sagen. Also, wenn ich das dafür könnte, dann, ne, ihr seht, also ich wollte ja. Aber es geht nicht, das geht nicht. Ich kann es gerne in die Kommentare mal schreiben, warum nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Bin nämlich da nicht Experte drin. Ich wollte jetzt eigentlich gegen das Team spielen. Ja. Aber das Team ist schon hier drinnen, ne? Also, ich will jetzt einfach hier mal gucken, ob das jetzt fing. Aber andersrum hier, Torjäger haben auch drin. Doch, das Team ist drinnen. Wir können ja auch gegen den antreten, glaube ich. Weiß ich so. Aber der hat auch ganz schön viel Erlös gehabt, ne? Das ist unfassbar. Viel Erlös. Sehr viel gespielt. Ja, okay. Ich habe auch jetzt nicht so viel gespielt. Aber ich weiß nicht, warum es daran liegt, dass man hier dazwischen. Vielleicht muss man mal rausgehen und mal reingehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr dasselbe Problem da draußen, ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr dasselbe Problem? Ne? Das ist die Frage des Tages. Wenn ihr bei Ultimate Team seid und irgendwelche Freunde da habt, ich glaube, das bei euch auch nicht. So, jetzt häng dich nicht wieder auf. Das habt ihr ja schon hier öfter gesehen, dass es sich dann einfach aufgehängt hat. Wie jetzt. Boah, ey. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Zurück. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Konsole jetzt neu gestartet und wir gucken einfach mal, wie das jetzt aussieht. Grausam, wie es ist. Vielleicht klappt das jetzt wirklich mit dem Spiel. Ich würde schon gerne, aber na gut. Ja, eine Sache für sich. Das ist eine Sache für sich. So, Verein gegen anderes Spiel, gegen anderes Team spielen. Jo, gegen das. Jo. Und? Hat das reagiert? Nein, hat er nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Namen, an Bild, an was weiß ich. Also man sieht, ich kann nicht diese Mannschaften auswählen, auch wenn ich's wollen würde. Es geht einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Nun gut, dann eben nicht, würde ich mal sagen. Und da merkt man dann schon, warum ich das Ultimate Team jetzt nicht so groß favorisiere, würde ich mal sagen. Kann ich mir jetzt vorstellen, warum. So. Ja, wir können jetzt theoretisch ihren kaufen, das ist das, was ich hier erzählt habe, mit dem Zeit, mit den Zeitspannen, mit den Preisspannen. Aber bringt auch nichts. So. Dann ist jetzt die Überlegung, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Also, vier Klassen. In vier Startelf einer Mannschaft, ja. Das haben wir ausgewählt, ne? So, das ist das, was ich meinte. Wir kriegen 10.000 dafür. Das ist natürlich extrem viel, wenn wir das Ding gewinnen. Aber der Punkt ist der, wir müssen insgesamt 15 Spieler kaufen. 15 Stück. 15 mal 150. Und wenn man das dann hochrechnet. Oh, ich habe eine neue Nachricht gekriegt. Von wem das denn? Von niemandem. Ich habe keine Ahnung, warum er dann das meint. Na egal. 15 Mal, das ist ganz schön, das ist eine Stange Geld, ne? So, wenn wir 1000 haben, können wir uns einige Spieler holen. Ich weiß, das klingt sehr schlau. Im Endeffekt können wir fast sechs Spieler holen. So, wenn wir 1000 haben. So, 1500. Dann können wir ein paar mehr holen. Ach, wisst ihr was? Wir machen das einfach mal. Wir machen es, weil wir es können. So, dann kaufen wir uns jetzt beim Transfermarkt uns ihren. Die ihren. Machen wir mal alle. So, Höchstwert. Machen wir 200, weil ich will nicht zu viel investieren und dann können wir einfach mal gucken. So. Da haben wir einige. So, wir haben einen Stürmer. Ein Stürmer mit einem hohen Tempo. Oh, kein hohen Schussgewert. Hier haben wir, ist glaube ich ähnlich, ne? Ja, auch nicht so ganz gut. Hier haben wir jemanden, okay, der kostet 200, ist mir zu viel. Sorry, ist mir jetzt schon zu viel. 150, wir haben nämlich nicht so viel Geld. Schön, 600, ist klar. Warum bieten die jetzt so viel? Weil das jetzt der irische Cup ist, oder was? Ja, merk schon. Also, da machen wir den doch nicht, weil guck doch mal an.
wie viel Geld wir haben und wie viel die jetzt für so einen Bronzespieler möchten. Es ist unfassbar. Die können wir uns nicht leisten. Ja, genau. Wir können uns keinen einzigen leisten. Das ist doch mal was Schönes. Gut, dann hat sich das auch erledigt, würde ich mal sagen. Dann brauchen wir das überhaupt nicht, weil ganz ehrlich, über so welche Preise, come on, kann ich auch versuchen, so Pack-Luck und so. Ja, wir versuchen das mit Pack-Luck. So, keine Ahnung. Muss er sowieso noch die Aufgabe noch machen mit dem Packs, dass ich insgesamt 20 Packs öffne. Da hat man mir auch nochmal gesagt, du musst 20 Packs öffnen. Ja, 1800 für ein Premium-Bronze-Pack. Du, das ist ja auch hier mit Silber. Das ist echt, ja, das ist natürlich risikoreich. Da hast du natürlich dann irgendwie so einen Lappen da drin. Und dann denkst du dir so, schön, dafür hast du jetzt das ganze Geld ausgescheuert. Dann kaufst du dir lieber so welche. Andersrum, nichts als Spieler sind drin. Ja. So, das wäre jetzt auch so eine Frage des Tages. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich relativ sinnlos. Ne? Ich spiele heute und nicht morgen. Das ist unglaublich. Obwohl, ich könnte auch das so machen, dass ich morgen nochmal spiele. Dann schreibt mal heute noch in die Kommentare, dann mache ich das so. Schreibt mal heute noch in die Kommentare, wie es denn aussieht. Sollen wir das in Anspruch nehmen oder eher weniger? So, und dementsprechend spielen wir heute gegen das Team der Woche. Ja. Gut. Spielen gegen das Team der Woche auf Halbprofi. Das ist mir jetzt gerade nämlich zu viel des Guten, also dass wir da jetzt irgendwie auf Profi gehen. Wir spielen heute wieder mit unserem Heimdress und wir spielen gegen das Team 26 und die Tiere gehen voll ab, weil sie das irgendwie voll toll finden. Ich habe keine Ahnung. So, es ist morgens, falls ich rausgucke, also passt das schon. Also ihr schreibt in die Kommentare, sollten wir sowas machen mit dem Premium-Pack. Eigentlich hat man mir gesagt, Packs, lass das mal lieber. Also das mit den Packs, das kannst du mal getrost lassen. Das ist ja totaler Bullshit. Aber im Endeffekt habt ihr ja gesehen, wir könnten nicht großartig irgendwas machen. Wenn wir jetzt irgendwie versuchen, großartig was zu machen, dann läuft das in die falsche Richtung. Ja, das hat schon reingezimmert. Weil das letzte Premium-Pack, was wir geöffnet haben, hat bei mir gesagt, das ist totale Grütze drin gewesen. Also das hätte ich mir auch im Transfermarkt holen können. Aber im Endeffekt, ja, ich weiß nicht. Ob wir überhaupt diesen Irish Cup machen sollten. Weil im Endeffekt, St. Patrick's Cup. Weil im Endeffekt, boah, ich ja eh nicht sehr viel Ultimate Team spiele. Im Endeffekt ist es auch so, im nächsten Spiel bei FIFA 16 ist es ja so, dass wir ganz viel auf diese Turniere spielen, weil geht nicht anders. Das war scheiße. Diese ganzen Turniere spielen, weil es geht nicht anders. Sonst kommen wir da nicht durch und das kann auch nicht sein, dass der jetzt den Ball nicht da. Gut, dann lassen wir den hier fast ins Ausrollen. So. So, jetzt bist du bereit, Spieler, hoffe ich für dich. Gut, siehst du, geht doch. Mann, ey. So, nochmal rum. Weil es sich halt gewünscht worden ist, dass wir Ultimate Team halt ein bisschen intensiver spielen und die anderen Sachen eher so zur Seite legen. Ach ja, Match gegen mich, ne? Wisst ihr, am 28.03. könnt ihr euch immer noch anmelden. Also es ist jetzt noch nicht, heute ist noch nicht der 28.03. und morgen ist auch noch nicht. Außer bei euch ist schon morgen der 28.03. Dann könnt ihr euch trotzdem noch anmelden. Am 28.03. selbst könnt ihr euch zwar auch noch melden, aber dann nur, wenn ich bei Facebook das poste, dass ihr euch melden könnt. Deswegen liked die Seite. Nicht vergessen, wir sind auf Platz 2. In dieser Rangliste, okay, wir haben jetzt eigentlich das nicht großartig dolle gemacht. Wir gucken mal, wo wir gewesen wären. Wir wären auf den, oh, wir wären hier auf Platz 20 gelandet. Das ist natürlich so ein bisschen bitter, ne? Aber nun gut, kann man ja nichts für. So, Ultimate Team. Wir spielen gegen das Ultimate Team der Woche. Ja, immer mittwochs kommen die neuen Ultimate Teams, falls man das wissen will. Falls man das nicht weiß. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst. Also ich denke schon, dass ihr es wisst. So, Griezmann haben wir wieder rausgestellt. Einfach, weil er halt erschlagen und erschöpft ist. Und wäre ja nicht das Richtige.
Können wir hier alles vorspulen. Ist ja alles das Übliche. So, natürlich ist das auch eine Sache, ja, Irish Cup. Na, also wenn wir wirklich, wir können ja wirklich diese Premium Packs holen. Es ist ja kein Ding. Aber das Ding wird sein, 12 mal, rechnen mal hoch, 12 mal 150, einfach mal, so, 12 mal 150. Ne? Es würde nicht großartig, obwohl das würde schon fast reichen, ne? 12 mal, das sind auch 1800. Das wären auch 1800. Also, da müssen wir mal überlegen. So, und jetzt Kopf ihn rein! Oh, das kann nicht sein! So, Online-Match, Ultimate Team, wurde ich auch schon gefragt. Lust dazu? Nö, FIFA 16 erst, nicht jetzt. Weil das Team, was ich jetzt hier habe, ist das stärkste Team, was wir aufstellen können. Und ja, es ist unglaublich. Also von der Chemie her, also von dem Taktisch-Dings her, glaube ich, ist das ein bisschen was anderes. Aber von der Chemie her. So, und Packs, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir die kleinen Packs öffnen öfter. Ist meine Meinung, wenn wir die kleinen Packs öfter öffnen. So, Elva, danke. Kleinen Packs öffnen und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Natürlich müssen wir dann hoffen, dass da ein paar Iren drin sind, weil sonst haben wir ein Problem. Es gibt Geld für Gips. Weil, ihr habt ja gesehen, es klappt nicht auf dem Transfermarkt. Die sind alle zu teuer. So. Richtige Ecke, aber auch richtiges Tor. Sehr schön. 9. Minute, 1-0. Okay, wir spielen noch abrufig. Ja. Aber das muss er auch erstmal hinkriegen. Das muss er auch erstmal hinkriegen. Normalerweise, wenn ihr gegen mich spielen solltet, irgendwie, weiß ich nicht, hier bei Ultimate Team so von wegen, oh, ich möchte mal gegen das Team antreten und sonst was, ne, stellt das auf Profi, dann wisst ihr ungefähr, wie stark ich bin, aber nur so. Ja, ja. Ne, einfach mal so. Einfach mal so. So, also. Das andere Team, ja. Keine Ahnung. Sieht man ja gerade. Genau, sieht man gerade. Nichts Elfmeter, aber diesmal gegen mich. Ja, ja. So, Suarez, der wird wahrscheinlich nach links schießen. Ah, oh, gehalten! Pariert! Sehr nice! Ich glaube, das ist überhaupt der erste Elfmeter, den wir überhaupt jemals in diesem Spiel pariert haben. Es ist schön. Okay, dann brauchen wir noch ein paar. Also, mir hat man gesagt, ich muss insgesamt in diesem Spiel 3 Elfmeter halten. Dann haben wir also schon mal einen. Das ist schon mal ein Anfang. So, direkter Konter, direkt reingenetzt. Sehr schön, Nasri trifft. Ja, hat man mir aber auch gesagt, dass Nasri vielleicht auf der Position so ein bisschen überflüssig ist. Aber ganz ehrlich, super Vorbereiter ist er. Er ist einfach ein super Vorbereiter. Er macht, ist auch ein Goalgetter. Also ganz ehrlich, den kannst du natürlich nach links stellen. Ja, aber da ist er bei uns völlig der am Platz. Da ist er völlig der am Platz und dementsprechend 2-0 hier. Klares Ding, würde ich sagen. Ja, und das wieder gegen das Ultimate Team. So. Ja, jetzt hier ein bisschen tricksen oder was? Ist unglaublich. Also da sollten wir hier auch sein lassen mit dem Tricksen. Ja, man hat mir auch gesagt, habe ich letztens, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wir Pogba hier holen sollten. Nö. Im Endeffekt, klar, Pogba ist wichtiger Spieler für Frankreich und alles ist gut, aber ich glaube, der ist einfach zu teuer. Den kriegst du einfach nicht hier für 1500. Den kriegst du wahrscheinlich hier für, ne? Andersrum hätte man mir auch das sagen, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwie eine Seite habt oder so, keine Ahnung, wo dann so eine Liste ist, welche Ultimate-Team-Dinge als nächstes dran sind. Also das wäre natürlich für mich sehr sinnvoll, dann könnte man ja vielleicht so welche Turniere mal machen. Aber so ist es eben so, wie es ist. Und wir also dementsprechend leider diese Turniere nicht dran teilnehmen. Ach, schade. Aber nächstes Jahr, FIFA 16, da werden wir dran teilnehmen. Wir werden auch relativ früh für so welche Cups alle ganz vorbereiten. Dadurch, dass wir halt
eine kleine, dass ich eine kleine Challenge mache, indem ich halt sage, so von wegen, wir holen uns ungefähr jeden Monat komplett neue Spieler. Das heißt, also die alten Spieler kommen nicht weg im Sinne von, wir verkaufen die einfach. Nein, die kommen trotzdem noch dabei, sie sind aber im Verein, dass sie da einfach mal da dann rumgurken. Dass ihr dann halt auch die Möglichkeit habt, gegen verschiedene Teams anzutreten. Wenn ihr sagt zum Beispiel, oh, das Team jetzt im, das Team September, das möchte ich jetzt unbedingt besiegen. Ja, könnt ihr gerne machen. Dann. Außer es funktioniert nicht, wie ihr da ja gesehen habt. Also, es ist, das wurmt mich bis jetzt noch, ne? Dass da das eine Team nicht vorhanden ist. Vielleicht ist es wirklich so tagesbedingt. Dann werden wir morgen mal gucken. Morgen werden wir mal schauen, ob das wirklich tagesbedingt ist. Vielleicht ist, wenn das Team morgen da ist, werden wir es auf jeden Fall gegen das Team antreten. Wenn nicht, dann tut es mir aufrichtig leid. Ich will liebend gern gegen das Team antreten. Und deswegen bin ich ja auch eher dafür, für die normalen Online-Freundschaftsspiele, nicht für die Ultimate-Team-Freundschaftsspiele, weil ihr gesehen habt, es ist einfach manchmal so, dass das andere Team nicht mehr da ist. Wo man sich so denkt, so, ja, schön, freut mich, toll. Aber das, damit können wir uns zwar bei FIFA 16 beschäftigen, da müssen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Name, dann, ja, weiß ich nicht, abseits, ja, nein, da oben der Schiri fehlt. Der ist unten, ne? Das ist mir, finde ich, immer so ein bisschen doof, wenn man den da eigentlich gar nicht sieht. Ja, das war ein guter Schuss, das war ein sehr guter Schuss, aber den hat er auch gut pariert. Apropos gut pariert, wir sind ja relativ zeitnah, also die Aufnahmen kommen eigentlich von morgens, also an diesem heutigen Morgen, also für euch am heutigen Morgen, ne, für mich. Ihr wisst schon, bis 30 Mai. Na, heute ist Sonntag. Also, ja, was da gestern in der Bundesliga abgelief, das war auch schon wieder mal so eine Sache, ne? Torschussfestival, alle Excellence. Und ja, ich find's so ein bisschen traurig, dass so einige Tipps so ein bisschen, ja, mal wieder daneben gegangen sind. Aber das ist eben manchmal so. Ne? Deswegen. Der Kanal hat jetzt über 900 Abonnenten. Wo ich mich ganz herzlich bei allen bedanke, die da jetzt dabei sind. Aber Bundesliga-Tipps technisch war das früher deutlich besser. Wahrscheinlich, weil einfach so, ja, langweilig bin. Keine Ahnung. Und wenn doch, dann oh, pff, Shit drauf, ganz ehrlich. So ein Shit drauf. So, wo können wir hinspielen? Wir können da. Ja, das habe ich auch schon mal gesagt. Sage ich auch jetzt gerne nochmal. Wenn ihr gegen mich spielen solltet, dann am 28. als nächstes. Danach, die nächste Session ist am 1. Juli. Juli. Ne, nicht Juni. Juli. Juli ist ein Monat 7. Das ist ein Mittwoch. Das ist unter der Woche. Ja, also das, die letzte am Wochenende Session ist am 28. Am 28.03.2015. Da ist es halt auch manchmal so, dass ihr da so welche wie Freistöße oder so. Da müsst ihr keine Angst haben, dass da jetzt ein Disconnect oder irgendwie irgendwas ist. Nein, ich brauche so lange. Es ist wirklich so. Ich brauche so lange, weil ich erstmal gucken möchte, na, wo könnte ich denn hinspielen? Wie könnte ich denn durchspielen? Und alle möglichen Scheiß. Also, es dauert immer ein bisschen. Also, seid da mal ganz ruhig und ganz geschmeidig. Also, wird das eigentlich nicht relativ fix immer machen. Außer ich sehe da ganz fix eine Rolle, wo ich denke, so, okay, da müsste ich jetzt dringend hinspielen, weil sonst ist die Lücke gleich zu. Na? Aber ich habe auch mit Chelsea London, ja, ich spiele auf jeden Fall mit Chelsea London, da könnt ihr euch wieder darauf vorbereiten. Also, ja, warum soll ich mit einem anderen Team spielen? Habe ich vor, mit einer neuen Taktik zu spielen, sagen wir es so. Also, beim Stadionturnier habe ich damit gespielt am Ende der Saison mit dieser Taktik. Von daher möchte ich dann auch und damit dann in der Saison gegen euch spielen. Und dementsprechend muss man das mal auch so sehen. Ja, also ihr dürft nicht auf die klassische Scherzi-Taktik setzen. Also wenn ihr jetzt schon überlegt, na, wie könnten wir denn gegen ihn spielen? Na, zu gewinnen gibt es ja, wie gesagt, wenn ihr gegen mich gewinnt, gibt es nur etwas aus dem EA-Shop da, weiß ich nicht, ein Ball oder so, keine Ahnung. Mehr gibt's nicht. Wenn ihr gegen mich verliert, dann müsst ihr mir nichts schenken, gar nichts, überhaupt nichts. Und beim Unentschieden ist es ein Unentschieden. Ne? Weil im Endeffekt ist es ja schon was Besonderes, gegen andere zu spielen, die hier die Videos gucken. Das ist für mich was Besonderes. Ja.
dem Zuschauer zu spielen, ist was Besonderes. Und alleine selbst das reicht schon. Ne, ihr müsst ja jetzt nicht die Oberskiller sein. Ihr seht ja, ich bin ja auch kein Oberskiller. Nein, nein, nein. So. Highlights, ja. Wir haben in der 9. Minute getroffen durch einen Elfmeter. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Elfmeter reif war. Aber unser Keeper hat den Ball gehalten. Und das ist viel wichtiger. Das ist enorm wichtiger und das ist das Wichtigste, dass es wichtig ist. So, wir spielen halt mit unserem Werder-Dress. Obwohl dieses Werder-Dress, hat man mir auch gesagt, ich hatte ja mal die Frage gestellt, die Frage des Tages, so von wegen, wie es denn überhaupt aussieht mit dem Hoffenheim-Dress. Mir hat da niemand geschrieben, also mir im Sinne von niemand eine Antwort geschrieben, im Sinne von, welches Jahr das ist. Nur die Antwort, keine Ahnung. Also natürlich, ich weiß es auch nicht, wann von welchem Jahr das von Hoffenheim kommt, weil im Endeffekt, die Hoffenheimer sind ja noch nicht allzu lang im Profisport. Ja, alles unterhalb der dritten Liga nenne ich nicht Profi mehr. Ja, Hoffenheim war Ewigkeiten irgendwie, glaube ich, Regionalliga. Obwohl, die waren nicht so lange Regionalliga Süd, ne? Damals gab es noch Regionalliga Süd und Nord. Vor der dritten Liga, ja, gab es noch Regionalliga Süd und Nord. Und da haben die Hoffenheimer, glaube ich, nicht großartig immer eine Rolle gespielt. Ich glaube, zur Auflösung der dritten, nee, warte mal, der dritten, war die, zur Auflösung der Regionalliga, glaube ich, war das so, dass Hoffenheim mit Wiesbaden, Wehen Wiesbaden aufgestiegen ist damals. Glaube ich, müsste ich echt überlegen. Ich glaube, mit denen damals aufgestiegen ist und dann ist anschließend dann die dritte Liga entstanden. So, und seitdem man spielt halt Hoffenheim so dabei, in der zweiten Liga, ist ja direkt dann aufgestiegen in die erste. Halt ein Jahr, aber andersrum. Man hatte die Hoffenheimer ehrlich gesagt auch nicht so ganz auf dem Schirm damals. Man hatte so sich gedacht, ach komm, direkt Abstieg und sonst was und urplötzlich, zack, erste Liga. Und seitdem sind sie in der ersten Liga, die sind nicht wieder abgestiegen. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass die Hoffenheimer in irgendeinem Jahr seitdem dieses Trikot hatten. Die Bremer, das ist ihr damaliges Meistertrikot. Und damaliges Meistertrikot. Damals, glaube ich, Otto Rehhagel Trainer gewesen. Also von daher, das ist ein Trikot, wo man sagen kann, das hat auf jeden Fall Ehre verdient. Und dementsprechend, und andersrum ist das ja auch so, mit den Trikots nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich, wenn wir ein neues Trikot kriegen sollten, dann dementsprechend das neue Trikot nehmen, sowie ein neues Stadion. Wenn wir ein neues Stadion kriegen sollten, sollten wir das auch nehmen. So. Auch wenn es so lappenhafte Stadien sind. Aber wir können ja auch dann überlegen, ob wir beispielsweise ein festes Stadion nehmen sollten, also im Sinne von, dass wir alle Spiele dort spielen. Ja. Apropos Stadion, es gibt eine Stadionhymne, die hat der Flo soweit fertig gemacht. Ich habe sie mir auch schon angehört und ich sag mal so, das wird interessant. Also ihr werdet jedes Mal die Stadionhymne hören, wenn wir ein Heimspiel bei Ultimate Team haben. Und die Tormusik logischerweise, wenn wir ein Tor in unserem Heimstadion haben. Ja, gibt's beides. Und ich hatte dann lange Zeit überlegt, so von wegen, na, wenn ich gegen euch mal spielen sollte, wir spielen ja dann wahrscheinlich auch Ultimate Team, aber nicht so viel. Also werde ich wahrscheinlich nur so sagen, so drei Leuten Bescheid sagen, so von wegen, so, jetzt, ne, können wir Ultimate Team spielen. Ja, das war auf jeden Fall ein Strahl. Das war ein Strahl. Das war schön. Da hat er schön gemacht. Das hat er schön gemacht. Ja, wie die andere Tormusik sein wird, weiß ich nicht. Es gibt ja allen möglichen Scheiß an GEMA-Rechten. Das kann alles nicht sein. Deswegen hat der Flo ja bei uns eine Komposition gemacht, aber den hat er aber schön reingeschossen. Also, der war unhaltbar. So, 4-1. Ich glaube, jetzt sagen sie so für sich so von wegen, okay, jetzt haben wir das Tor geschossen, jetzt ist es auch alles scheißegal. So, angreifen tun sie nämlich nicht mehr, das ist auch nett. Das ist auch ganz kurios, dass der Computer oftmals, wenn er das Tor erzielt hat, dann irgendwie höllisch nachlässt und sich sagt so, ah, ja, 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 nein, nein, ich habe keine Lust.
So, und zack. So, und davor müsst ihr Angst haben, vor so welchen Schüssen, aber nicht von Ori, sondern eher dann von Diego Costa. Nee, so ist das. Trikots werden wir dementsprechend schnell anpassen, Stadion auch, außer ihr habt jetzt irgendeinen Wunsch, dass wir so ein bestimmtes Stadion und bestimmtes alles nehmen. Bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich vielleicht das nicht einfach so mache, dass es die Matches gegen euch dann halt mit normalen Standardteams sein wird, dass wir dann wahrscheinlich mit Barcelona antreten, weil bislang hat sich Barcelona am meisten hier durchgesetzt, so von wegen, oh, wir sollten mal mit Barcelona spielen, wo ich mir so denke, so, ja, okay, dann ist aber unser Ziel eigentlich sehr hoch angesetzt, dass wir dann mit Barca spielen. Gucken wir einfach mal, wir haben dann Transferverbot, das ist ja völlig in Ordnung, müssen wir ja nicht eingehen. So. Aber Tendenz geht auch darauf, dass ich dann auch lieber mit einem deutschen Team spiele. Also Tendenz würde dann auf Wolfsburg gehen. Ja, den hat er aber dann hauchdünn da gegen den Pfosten gedonnert. Mit Wolfsburg spielen. Ja, Wolfsburg ist jetzt nicht kein 5-Sterne-Team, klar. Aber die Sache ist die, dann kann ich so welche Sachen auch sagen, so von wegen, oh, wir dürfen nur heute 4-Sterne-Teams einsetzen. Haha. ja. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe ja auch schon gesagt, dass wir vielleicht mit Ingolstadt antreten. Ja, wenn sie in die erste Liga kommen. Das ist ja auch eine Sache. Erste Liga Ingolstadt. Haben wir jetzt zuletzt eher wieder schwächer gespielt. Gucken wir mal, wie das die Tage sein wird. So. Ja, da stehen zwei, das ist auch völlig überflüssig, dass die da hier da beide stehen. Aber nun gut. Nun gut. So, 5-1, ich würde mal sagen, mit einem 5-1, da kannst du eigentlich relativ geschmeidig hier durchlatschen. Da kannst du eigentlich relativ geschmeidig sagen, okay, das kann ich jetzt hochladen. Es gibt gar kein Spiel, was ich bislang nicht hochgeladen habe, was auch mir meinerseits möglich war, dass ich es hochlade. Im letzten Teil, also gestern, habt ihr ja gesehen. Es ging nicht anders, es hat einfach nicht geklappt, nämlich mein USB-Stick, ich habe die Sachen ja rübergeladen auf den USB-Stick und irgendwie nach einer Zeit, als ich sie wieder rüberladen wollte, waren sie weg. Das habt ihr bestimmt hoffentlich noch nie erlebt, aber das ist, sage ich euch mal, grausam. Sie waren fertig, sie waren alle hochladbereit, im Endeffekt, ich muss es ja eigentlich nur noch schneiden, nämlich am Anfang und am Ende. Das ist das Einzige, was immer jetzt noch dazu fehlt, im Endeffekt. Hochschneiden, Anfang, Ende, sowie, Anfang und Ende. Mehr nicht. Man hat ja sich mal Zeit genommen. So, 6-1. So, 5 Minuten sitzt noch, dann haben wir das Ultimate-Team-Ding durch. Dann schreibt mal auch in die Kommentare, sollten wir dieses Premium-Pack holen oder sollten wir lieber wirklich diese kleinen Packs holen und darauf hoffen, dass da ein paar Iren drin sind. Oder wirklich auf den Transfermarkt zuschlagen. Irgendwie weiß ich nicht, dass ich dem Blooper-Guy noch Bescheid sage, so von wegen, mach das mal. Dann würde er bestimmt sagen, ja, ist klar. Das mit dem Web-App geht nicht. Das hat er mir auch erzählt. So von wegen, Web-App geht nicht. Web-App geht nicht. Kann ich nicht mehr machen. Musst du jetzt alleine machen. Deswegen sind die Spieler auch längst nicht mehr so oft auf dem Transfermarkt. Ja, Transfermarkt. Müssen wir hoffen, dass da vielleicht ist auch der ein oder andere Spieler, den wir auch mal abkaufen sollten. Aber andersrum sind sie jetzt nicht mehr erkennbar. Das ist natürlich bitter. Aber okay, wir haben 6-1 gewonnen. Das ist von der Höhe her, okay, wir haben 11 Meter gehalten. So, ich habe hier vorgespult, habe ich auch vorhin gemerkt, dass wir das Tor leider nicht gesehen haben. Aber Ori hat den ein oder anderen Treffer versenkt. Wir können ja mal gleich gucken, wie viele das waren. Wobei Lebrun hat da ja gar nichts hingekriegt. Der hatte fast gar keinen Ball oder so, ne? Und Ben hat ihn nicht getroffen. Aber wir haben uns Goldspieler getroffen. Das ist schon mal was. So, dann gucken wir mal, wie viele Coins wir haben. Also, ja, 9
7 hat er gemacht und er hat 3 Tore erzielt. Ja, das andere Stürmer hat gar nichts gemacht. So, 1800 für 2. Das ist so viel, wie dieses Premium-Pack ist. Deswegen meinte ich ja. Ja. Gut, 4 Spiele haben wir noch, nämlich diesen Boost. Und deswegen meinte ich ja, wir können ja noch dieses andere Kram machen. So. Ja, bis Mittwoch, den 18.03. ist das noch zeittechnisch möglich, da was zu machen. Ich möchte echt mal gucken, ob wir nicht da irgendwie jemanden günstig kriegen können. Einfach mal, ja, guck mal. Du kriegst da gar keinen. Die kriegst du alle nicht. Das ist, ne, grausam ist das. Gucken wir mal wegen Goldspielern. Einfach weil wir es können. Einfach weil wir es können. So, Long haben wir. 800, ja, ist klar. Gucken wir mal nächsten Goldspieler. Nö, ist auch sehr viel. Gucken wir mal hier. Goldspieler, ich habe keine, nicht so groß Ahnung davon. Ich habe nicht so groß Ahnung davon, aber die sind alle so teuer. Danke, ich wollte nämlich schon sagen, hä, bietet doch keiner. Ja, Long hat jetzt gar keiner geboten. Ja, Long können wir aber auch nicht kaufen, weil im Endeffekt, wenn wir Long kaufen, ist das ja auch so, dass, ne, wir ja schon sowieso Long haben. Dann können wir ja nichts mehr kaufen. So, der hat eigentlich ein hohes Tempo. Gut, überboten, Ihn hier vielleicht für 150, ich weiß es nicht. Ja, aber sehr niedriges Tempo, der hat 32 an Tempo, das ist aber sowas von schwach. So. Ja, es sind jetzt Silberspieler, ne? Das sind Silberspieler. Wir gucken jetzt einfach mal, wie die Silberspieler sich entwickeln, wenn sie wirklich nicht kaufbar sind, dann wisst ihr Bescheid. Es ist andersrum, na, man kann ja mal gucken. So, machen wir mal die 2 Minuten noch durch und dann gucken wir mal. So, da habt ihr heute einen sehr langen Teil gehabt. Sehr lang. Sehr lang. Ich möchte das jetzt... Also mich wurmt das schon ganz schön, ne, dass ich hier diese Partie nicht spielen kann. Es wurmt nicht ganz schön. Das ist schon heftig. Nee, du, es ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich krieg den da hier nicht rein. Ich krieg das nicht rein. Krieg das echt nicht rein. Das ist traurig. So. Dadurch, dass wir jetzt die 1800 Coins haben, Punkte haben, wie auch immer haben, können wir ja mal gucken, ob wir jetzt irgendwie nach oben gerutscht sind. Deswegen. Ja, also wir sind schon, wir kommen nah ran an den Platz 32, aber nah ist eben nicht unbedingt nah. So, hier haben wir insgesamt 3 Stück, die irgendwie Ultimate Team angespielt haben, aber dann auch wiederum nicht. Ja, okay, einer, der gespielt hat, im Endeffekt aber eigentlich, ja, nur verkauft. Gut. So, wir wurden überboten. Ja. Für 1500. Alter Vater, ey, das kann nicht sein, dass die das echt, dass der, es ist unglaublich. 1000. Ja. 1500. Ja, also schreibt es einfach in die Kommentare. Wir gehen am Montag darauf ein. So, Doyle haben wir auch nicht gekriegt. Das ist auch schön. Gut, dann war's das für heute, für erstmal, für jetzt, für diesen Moment, für alles. Wir sehen uns nächstes Mal wieder morgen. Ich kann auf eure Kommentare eingehen. Schreibt also heute noch rein, bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.